Ich darf Sie begrüßen zum vierten Vorlesungsteil aus dem Themenkomplex Diabetes. Und heute soll es gehen um die sogenannten oralen Insulinotropen, Antidiabetika. Und was versteckt sich hinter dem Wörtchen Insulinotrop? Dahinter versteckt sich die Information, dass wir es hier mit Medikamenten zu tun haben, die ihre Wirksamkeit nur entfalten können, solange der Körper des Patienten noch in der Lage ist, eine Restmenge an Insulin zu produzieren. Und die Aufgabe dieser insulinotropen Medikamente ist es, durch die Nutzung verschiedener Mechanismen dann dazu zu führen, dass die verbleibenden aktiven Beta-Zellen des Patienten dann dazu angetrieben werden, mehr Insulin zu produzieren und freizusetzen. Das heißt also, es erfolgt eine Stimulation der körpereigenen Insulinfreisetzung, um damit ein Stück weit dann die Insulinresistenz zu kompensieren, mit der der Patient zu tun hat. Das bedeutet also, diese Medikamente funktionieren nur so lange, solange der Patient noch in der Lage ist, überhaupt Insulin dann zu produzieren. Und diese Medikamente verlieren ihre Wirkung völlig, sobald sich die Beta-Zellen erschöpft haben und der Körper kein Insulin produzieren kann. Das würde also dann auch direkt bedeuten, solche Medikamente wären völlig nutzlos und sinnlos in der Anwendung in Bezug auf den Typ 1 Diabetes. Wenn wir jetzt schauen, und das haben wir jetzt hier auf der Tafel, welche Substanzgruppen wir gemeinsam betrachten müssen, dann schauen wir uns zuerst an die sogenannten Sulfonylharnstoffe, ja, die allerdings zunehmend an Bedeutung verlieren. Hier werden wir über den Wirkmechanismus sprechen, der interessant ist, und die entsprechenden Probleme, die mit diesem Mechanismus verbunden sind. Dann schauen wir auf die sogenannten Glinide, die vom Wirkmechanismus ähnlich sind wie die Sulfonylharnstoffe, die aber dadurch an Bedeutung verloren haben, dass sie keine Kassenerstattung mehr haben. Das heißt also, auf Kassenrezept können diese Substanzen nur noch in ganz seltenen Fällen überhaupt verschrieben werden, sodass sie therapeutisch keine große Rolle mehr spielen. Und dann werden wir betrachten die Medikamente zur Beeinflussung des Inkretinsystems. Und hier handelt es sich um die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten und die sogenannten DPP-4-Inhibitoren. Und das werden wir uns nachfolgend im Detail anschauen. Jetzt ist es für uns erstmal wichtig, wenn wir über insulinotrope Medikamente sprechen, dass wir uns den physiologischen Insulinfreisetzungsprozess anschauen, weil wir nämlich mit unseren insulinotropen Medikamenten nachher modulierend, das heißt stimulierend, in genau diesen Prozess eingreifen. Deswegen müssen wir die darunterliegende Physiologie betrachten, um zu verstehen, wie unsere Medikamente dann zu einer Steigerung der Insulinfreisetzung aus der Beta-Zelle dann hier führen. Sodass wir also sehen, auf das, was wir hier schauen, ist eine typische Beta-Zelle im Pankreas. Das Erste, was wichtig ist, das wichtigste Signal zur Freisetzung des Insulins aus den Beta-Zellen ist der Anstieg der Blutglucose. Das ist unser entscheidendes physiologisches Signal. Das heißt also, wenn wir auf der Couch sitzen und eine Tafel Schokolade gegessen haben, dann steigen die Blutzuckerspiegel an. Und das ist das Signal dafür, dass die Bauchspeicheldrüse Insulin freisetzt, um den Blutzucker zu senken bzw. die Glucose in die Speicherorgane dann hinein zu transportieren. Und das schauen wir uns jetzt im Detail gemeinsam an. Das bedeutet also, nach Anstieg des Blutzuckers wird über den Glukosetransporter 2, der konstitutiv auf der Oberfläche der Beta-Zelle sitzt, die Glukose ins Zellinnere aufgenommen. Und was hier jetzt erfolgt, ist die vollständige Aufoxidation des Glukosemoleküls. Und noch das nur noch mal eine ganz kurze Wiederholung aus der Biochemie. Die Glukose geht also zuerst in die Glykolyse. Und hier erinnern wir uns, es entsteht Glukose-6-Phosphat, Fructose-6-Phosphat, Fructose-1,6-Bisphosphat. Das zerfällt unter GAP-DH-Wirkung in Dihydroxyacetonphosphat und Glyceraldehyd-1,3-Bisphosphat und dann kriegen wir 3-Phosphoglycerat, 2-Phosphoglycerat, Phosphoinolpyruvat und dann Pyruvat als Endprodukt der Glykolyse. Pyruvat ist ein C3-Körper, das heißt, aus einem Glukosemolekül entstehen zweimal Pyruvat netto. Und das können wir hier vielleicht noch dazu schreiben, ja, hätten wir als Energiegewinn bei der Glykolyse 2 ATP. Das Pyruvat wird dann oxidativ dekarboxyliert, um es in aktivierte Essigsäure umzuwandeln. Hierbei entstehen nochmal Energieträger, also Reduktionsäquivalente, und zwar 2-NADH2, weil wir ja 2 Moleküle Pyruvat pro Molekül Glucose haben. Die aktivierte Essigsäure geht in den Mitochondrien, in die Matrix, in den Citratzyklus. Wird gebunden an Oxalacetat, es entsteht Citrat, Isocitrat, Alpha-Ketoglutarat, Succinyl-CoA, Succinat, Fumarat, Malat.
Dann bekommen wir netto in der Atmungs- oder praktisch durch den Citratzyklus nochmal pro aktivierte Essigsäure 3 NADH2. Wir bekommen ein FADH2 als Reduktionsäquivalent und wir bekommen ein GTP, das energetisch dem ATP gleichzustellen ist. Sodass wir jetzt sehen, dass auf dem Weg der Glukoseoxidation entweder ATP entsteht oder Reduktionsäquivalente. Diese Reduktionsäquivalente NADH2, FADH2, die werden dann in der Atmungskette genutzt, um einen Gradienten, Elektronengradienten aufzubauen, der dann dient zur Bildung von ATP. Und das ist jetzt das Schlüsselereignis zur Freisetzung des Insulins. Das bedeutet also, das mache ich jetzt einfach mal so, aus den Mitochondrien, und das machen wir jetzt mal in groß, in den Mitochondrien wird jetzt ATP gebildet. Und das ist jetzt ganz klar, weil wir sehen, die ATP-Menge, die gebildet wird, ist abhängig von der Glukose und die Glukose ist abhängig hier von unserem Blutglukosespiegel, sodass also die Aufnahme der Blutglukose die Oxidation zur Bildung von ATP führt. Und was macht jetzt das ATP? Das ATP bindet jetzt einen ligandengesteuerten Kanal. Und das ist unser Kandidat hier oben, das ist der KIR6.2. Das ist ein ligandengesteuerter Kaliumkanal. Und normalerweise, und ich mache das mal ganz dünn, wissen wir, wenn ein Kaliumkanal geöffnet wird, dann strömt entsprechend des steilen Gradienten Kalium immer aus der Zelle raus nach außen, weil innen haben wir 150 Millimolar, außen so zwischen 3,5 und 5,5 Millimolar im Normbereich, sodass wir einen steilen Gradienten haben, der dazu führt, dass bei Öffnung des Kaliumkanals das Kalium hier nach außen strömt. Das ist jetzt hier aber anders, weil ATP bindet jetzt unseren KIR6.2. Vielleicht mache ich das mal hier drauf, sodass wir sehen, dass das ATP bindet. Das führt aber dazu, dass die ATP-Bindung diesen Kanal schließt. Und das ist jetzt das entscheidende Ereignis. Dadurch wird der Ausstrom des Kaliums unterbrochen. Das heißt, unsere positiv geladenen Teilchen verbleiben auf der Innenseite der Zellmembran. Sodass sie praktisch jetzt hier innen akkumulieren, weil sie über den KIR6.2 die Zelle nicht verlassen können. Das führt zur Membrandepolarisation und die öffnet dann benachbarte Calciumkanäle, die dann dazu führen, dass Calcium von außen nach innen strömt. Auch das ist ein Prozess, den wir immer wieder schon mehrfach betrachtet haben. Dieses einströmende Kalzium wird sich dann mit unseren vesikulären Hilfsproteinen verbinden und das wird jetzt dazu führen, dass wir eine Vesikelfusion bekommen und unser Insulin wird freigesetzt. Und hier erinnern wir uns, das Insulin liegt in den Vesikeln vor, haben wir ja darüber gesprochen, als kristalliner hexamerer Komplex. Ausschüttung in den Blutstrom führt durch den pH-Wertwechsel und die Verdünnung dann zur Bildung der entsprechenden Monomere. Sodass wir zusammenfassend jetzt sagen können, das wichtigste Ereignis zur Freisetzung des Insulins ist der Anstieg der Blutglukosespiegel. Der führt dann durch die Oxidation der Glukose zum Anstieg des intrazellulären ATPs. Das ATP schließt unseren KIR6.2, das führt zur Depolarisation der Membran, das öffnet Calciumkanäle, das führt zur Fusion der Insulinvesikel und das führt zur Freisetzung des Insulins. Jetzt schauen wir uns zwei weitere Systeme an, die ich hier schon eingetragen habe, die modulierend auf die Insulinfreisetzung einwirken. Und das ist einmal unser Sympathikus. Bitte erinnern Sie sich an den Sympathikus-Teil, wo wir gesagt haben, Sympathikus-Aktivierung führt zum Anstieg des Blutzuckers und zur Freisetzung des Insulins, was typische Merkmale oder Anteile unserer Fluchtreaktion sind. Und dann haben wir ein zweites System, das sogenannte Inkretinsystem. Hier wird ein Mediator freigesetzt, den bezeichnen wir als GLP1 oder Glucagon-like Peptide 1 und der ist in der Lage, mit einem entsprechenden Rezeptor auf den Beta-Zellen zu interagieren und das ist der GLP-1-Rezeptor. Was bedeutet das jetzt? Schauen wir uns das an. Kommen wir zum Sympathikus zurück. Der Sympathikus hat hier Zugriff auf die Beta-Zelle über Beta-1 und Beta-2 adrenerge Rezeptoren. Hier haben wir gelernt, dass diese Rezeptoren GS gekoppelt sind.
Ja, das ist die entscheidende Kopplung. Und das bedeutet jetzt für uns, dass wir eine Aktivierung einer Beta-Gamma-Untereinheit unseres G-Proteins bekommen. Beta-Gamma bekommen, die stimulierende Eigenschaften besitzen. Und auch hier erinnern wir uns wieder, das haben wir ganz am Anfang des Vorlesungsteils gemacht, die Beta-Gamma-Untereinheit, die interagiert immer mit Calciumkanälen und mit Kaliumkanälen. Und hier haben wir gelernt, dass die stimulierende Untereinheit Calciumkanäle öffnet und Kaliumkanäle schließt. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, dann klingelt es im Grunde genommen eigentlich schon, sodass wir jetzt sehen, dass natürlich diese Beta-Gamma-Untereinheit nach Stimulation unseres Beta-Adrenergen-Rezeptors, ja, über den Sympathikus dazu führt, dass spannungsabhängige Calciumkanäle geöffnet und spannungsabhängige oder Kaliumkanäle geschlossen werden. Das bedeutet also, der Sympathikus verstärkt die glukose-induzierte Insulinfreisetzung dadurch, dass über die Beta-Gamma-Untereinheit hier die Calciumkanäle in ihrem Offenzustand weiter gefördert werden, während die Beta-Gamma-Untereinheit hilft, die Kaliumkanäle zu schließen. Dasselbe gilt für unser GLP-1-System. Das GLP-1, das ausgeschüttet wird postprandial, wird seinen GLP-1-Rezeptor entsprechend hier binden. Und der besitzt ebenfalls eine GS-Kopplung, sodass die Beta-Gamma-Untereinheit, die zu dem GLP-1-Rezeptor hier gehört, genau das gleiche macht, wie wir das eben besprochen haben. Sie wird nämlich helfen, unsere Calciumkanäle zu öffnen und die Kaliumkanäle zu schließen, sodass wir sehen, dass wir auf der Beta-Zelle zwei weitere Hilfssysteme haben, die in der Lage sind, die glukose-induzierte Insulinfreisetzung weiter zu steigern, weil sie über ihre GS-Kopplung unter Verwendung der entsprechenden Beta-Gamma-Untereinheiten ebenfalls dazu führen, Kaliumkanäle zu schließen, Calciumkanäle zu öffnen und damit den glukose-induzierten Vorgang weiter zu stimulieren. Nutzen wir das Schema jetzt, um jetzt die Wirkorte unserer insulinotropen Antidiabetika einzutragen, dass wir einen Überblick haben und dann gehen wir gleich nochmal ins Detail. Die erste Gruppe, über die wir sprechen wollen, sind die sogenannten Sulfonylharnstoffe. Sulfonylharnstoffe, ich kürze das mal hier ab mit SU. Sulfonylharnstoffe binden ein Protein in der Beta-Zelle, das wir bezeichnen als Sulfonylharnstoffrezeptor oder SUR, Sulfonylurea Receptor. Das ist also praktisch dieses Ding, was ich hier in Orange schon mal vor aufgetragen habe. Damit wird der SUR aktiviert und der Sulfonylharnstoffrezeptor wird dann zum KIR6.2 wandern. Ja, das mache ich jetzt mal hier so hin. Ja, wird dorthin wandern und wird durch die Bindung an den KIR6.2 ein Schließen des Kanals veranlassen. Das bedeutet also, das Wirkprinzip der Sulfonylharnstoffe ist über Bindung des Sulfonylharnstoffrezeptors die Bindung an den KIR6.2 und die Schließung dieses Kanals. Das geschieht vollkommen glukoseunabhängig. Und das ist das große Problem, weil nämlich das ATP und damit die Blutglukosespiegel gar nicht benötigt werden, um hier das Insulin freizusetzen. Völlig unabhängig von der Glukosesituation wird dieses aktivierte Protein den Kaliumkanal schließen, über Calcium dann die Insulinfreisetzung machen. Und hier sehen wir schon eines der schwerwiegenden Probleme. Schwere Hypoglykämien sind möglich, weil wir eine blutzuckerunabhängige Schließung des KIR6.2 entsprechend hier provozieren. Kommen wir gleich nochmal dazu. Eine zweite Gruppe, über die wir reden im heutigen Vorlesungsteil, das sind die sogenannten Glinide. Die sind funktionell verwandt mit den Sulfonylharnstoffen, weil sie ebenfalls in der Lage sind, und auch das machen wir nochmal in Rot hier, mit unserem KIR6.2 zu interferieren und den zu schließen. Das funktioniert aber nicht ganz blutzuckerunabhängig, sondern sie verstärken postprandial die zuckerinduzierte Schließung dieses Kanals, haben also einen etwas anderen Wirkmechanismus als unsere Sulfonylharnstoffe, aber das Zielmolekül, das ist gleich, ja, auch hier wird der KIR6.2 entsprechend geschlossen. Und dann schauen wir uns an die GLP-1
Rezeptoragonisten, über die wir sprechen wollen. Ist natürlich ganz klar, wenn wir über das Inkretinsystem reden, wo wir gesehen haben, postprandial wird GLP-1 freigesetzt aus den praktisch den Zellen des Dünndarmepithels. Ja, und dieses GLP-1 gelangt dann auf den GLP-1-Rezeptor der Beta-Zelle, der durch seine GS-Kopplung dann dazu führt, dass die Schließung des Kanals und die Öffnung des Calciumkanals hier gefördert werden. Und es ist natürlich ganz klar, dass wir das medikamentös nutzen können durch GLP-1-Rezeptoragonisten, das heißt Pharmaka, die diesen Rezeptor hier stimulieren. Und dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit, weil wir nämlich wissen, dass das GLP-1-Signal im Körper, das wird abgebaut relativ rasch durch ein Enzym. Und das Enzym nennt sich DPP4. Ich blende es Ihnen hier ein, Dipeptidylpeptidase 4. Die spaltet innerhalb von 15 oder 20 Minuten das GLP-1-Signal, sodass die postprandiale Steigerung der Insulinfreisetzung nicht allzu lange anhält. Wenn wir jetzt in der Lage sind, dieses Enzym wiederum zu hemmen, ja, dann verlängern wir natürlich die Lebensdauer des gebildeten körpereigenen GLP-1 und verlängern damit die stimulierende Wirkung des Inkretinsystems. Und das sind dann die sogenannten DPP4-Inhibitoren, die ebenfalls eine ganz wirklich sinnvoll einzusetzende Medikamentengruppe hier darstellen. Sodass wir sehen, an welchen Wirkorten wir hier jetzt unsere Insulin- und Drogenmedikamente verorten, sodass wir jetzt uns die Substanzgruppen nachfolgend alle im Detail gemeinsam anschauen können. Wenden wir uns jetzt den Details zu unserer verschiedenen Medikamentengruppen. Beginnen wollen wir mit den Sulfonyl-Harnstoffen. Hier nochmal ganz kurz, dass uns klar ist, wie der Wirkmechanismus ist. Wir haben uns ja eben in der Übersicht angesehen. Wir haben gesehen, dass unsere Sulfonyl-Harnstoffe in den Beta-Zellen den Sulfonyl-Harnstoffrezeptor binden. Der wird dann völlig glukoseunabhängig unseren KIR6.2-Kaliumkanal schließen. Dadurch kommt es zur Depolarisation, Öffnen von Kalziumkanälen. Das einströmende Kalzium führt dann zur Vesikelfusion und zur Insulinfreisetzung. So, jetzt mache ich mir Platz auf der Tafel und dann blende ich die weitere wesentliche Information, die wir brauchen, dann für uns ein. Schauen wir uns jetzt die Sulfonyl-Harnstoffe im Bezug auf die Substanzen an. Hier werden also jetzt zu nennen das Glibenclamid, das Glibonurid. Dann hätten wir das Gliclazid, Glipizid und das Gliquidon. Also eine Handvoll Substanzen, die in diese Gruppe gehören. Wir haben über den Wirkmechanismus gesprochen und auch über den Einsatz. Natürlich steht bei der oralen Therapie bei Typ-2-Diabetes-Patienten, die noch eine Restproduktion von Insulin hier dann auch möglich macht. Jetzt schauen wir uns die Nachteile dieser Substanzen an, weil wir das eben schon angedeutet haben, wo ich gesagt habe, die Substanzen verlieren im Vergleich jetzt auch zu neueren oralen Antidiabetika zunehmend an Bedeutung. Und das liegt auch an ihrem Nebenwirkungsprinzip. Hier haben wir zuerst einmal das Wichtigste zu nennen und ich blende es hier ein. Die wichtigste unerwünschte Arzneimittelwirkung ist die massive Hypoglykämie, die auftreten kann. Und das ist hier jetzt natürlich ganz klar. Wir haben gesehen, Sulfonyl-Harnstoffe vermitteln eine blutzuckerunabhängige Schließung des Kaliumkanals. Ja, das heißt also, wenn die Blutzuckerspiegel ohnehin nicht hoch genug sind, weil zum Beispiel nichts gegessen wurde, kann man eine langanhaltende schwere Hypoglykämie provozieren, die verstärkt wird, wenn der Patient dann unter Umständen auch noch körperliche Arbeit verrichtet oder nichts gegessen hat oder bei Alkoholkonsum, weil Alkohol die Gluconeogenese hemmt, ja, und damit die Zuckermobilisation der Leber weiter einschränkt und damit die Situation hier entsprechend weiter verschärft. Also das ist eine der ganz blöden Nebenwirkungen der Sulfonyl-Harnstoffe. Das heißt also, hier muss immer darauf geachtet werden, dass dann auch entsprechend dann gegessen wird, wenn diese Präparate eingenommen werden. Dann haben wir gesehen, Sulfonyl-Harnstoffe provozieren eine vermehrte Insulinfreisetzung. Der Mechanismus, der war ja eben an der Tafel. Das bedeutet aber eine verschlechterte Krankheitsprogression. Das heißt, die ohnehin schon erschöpften Beta-Zellen werden gezwungen, vermehrt Insulin freizusetzen. Das beschleunigt die Progression der Krankheit. Das heißt, der Untergang der Beta-Zellen wird beschleunigt und das ist natürlich ungünstig, weil wir wollen ja versuchen oder sollten versuchen, die Insulinproduktion des Körpers so lange wie möglich zu erhalten und auch das ist dementsprechend hier ungünstig.
Dann haben wir es hier stehen, Sulfonamidallergie. Sulfonylharnstoffe sind Sulfonamide, SO2, NH2 als funktionelle Gruppe. Und Sulfonamide haben ein relativ hohes allergenes Potenzial, sodass wir hier mit allergischen, vor allen Dingen mit Hautreaktionen dann auch zu rechnen haben. Dann wird die Aldehyddehydrogenase gehemmt durch Sulfonylharnstoffe. Das heißt, der Alkoholabbau, der wird hier erschwert, sodass wir also hier eine Alkoholunverträglichkeit haben. Also das ist auch etwas, was dementsprechend ungünstig ist. Dann verursachen Sulfonylharnstoffe gastrointestinale Störungen und sie können unter Umständen auch eine Agranulozytose auslösen. Das heißt also, Blutbildveränderungen werden dementsprechend auch möglich, sodass Sie sehen, dass Sulfonylharnstoffe also keine ganz unproblematische Gruppe sind und deswegen haben sie auch ein Stück weit in der Therapie an Bedeutung eingebüßt. Betrachten wir die nächste Gruppe, die funktionell verwandt ist eigentlich mit den Sulfonylharnstoffen, das sind die Clinide. Und noch hier erinnern wir uns nochmal kurz, Clinide interagieren mit unserem KIR6.2 Kaliumkanal, indem sie ihn schließen. Aber das tun sie immer in Verbindung mit ATP und das ändert auch ihre Anwendung. Das bedeutet also, Clinide sind vor allen Dingen geeignet bei Diabetikern, die unregelmäßig essen, und die den dann diesen Diabetikern ermöglichen, postprandiale Glukosespitzen dann besser verarbeiten zu können, weil die Clinide den KIR 6.2 schließen helfen in Verbindung mit dem ATP. Das heißt also, wir haben keine vollkommene Entkopplung von der Blutglukose und das macht sie ein Stück sicherer als die Sulfonylharnstoffe. Das heißt, schwere Hypoglykämien finden hier weitaus weniger statt, sodass sie initial erst einmal als relativ günstige Medikamente angesehen wurden. So, ich mache uns die Tafel frei, dann blende ich uns die entsprechenden Substanzen dazu ein. Die Substanzen, die zu den Cliniden gehören, wären zwei, nämlich Repaclinid und Nateclinid. Und die spielen aber in der Therapie eigentlich nahezu keine Rolle mehr. Obwohl es Substanzen sind, von denen man weiß, dass durch die unterschiedliche Interaktion am KIR6.2 im Vergleich zu den Sulfonylharnstoffen das Gefahrenpotenzial für Hypoglykämien reduziert ist, haben sich diese Substanzen nicht durchsetzen können. Und seit 2016 haben beide Präparate keine Kassenzulassung mehr, weil argumentiert wurde, dass große Endpunktstudien fehlen, die zeigen, überzeugend zeigt, dass hier tatsächlich eine Verbesserung der Mortalität oder auch eine Verminderung von diabetischen Folgeerkrankungen tatsächlich der Fall ist, sodass nach Wegfall der Kassenzulassung diese Präparate entsprechend, ich will nicht sagen bedeutungslos geworden sind, aber keine große Rolle mehr spielen. Heute dürfen sie nur noch eingesetzt werden bei schweren Nierenfunktionsstörungen und wenn der Patient eine Unverträglichkeit besitzt gegen alle anderen oralen Antidiabetika. Das heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen auch immer die von mir vorgestellten sowohl insulinotropen als auch nicht-insulinotropen Antidiabetika nicht verwendet werden dürfen, dann kann unter Umständen auf die Gruppe der Clinide zurückgegriffen werden, was aber im Grunde genommen eigentlich nahezu auszuschließen ist und das ist einer der Gründe, warum diese beiden Substanzen eigentlich kaum noch verschrieben werden. Werfen wir jetzt noch einen pharmakologischen Blick aufs Incretinsystem. Es ist also ein System, das postprandial vom Körper genutzt wird, um die glukoseinduzierte Insulinfreisetzung weiter zu steigern. Das haben wir ja eben auf der Beta-Zelle gesehen und das schauen wir uns hier nochmal ganz kurz an, bevor wir zu den Substanzen kommen. Das Interessante an diesem System ist, dass unter medikamentöser Nutzung des Incretinsystems es niemals zu einer Hypoglykämie kommen kann, weil die Blutzuckerspiegel mindestens 70 bis 80 Milligramm pro Deziliter betragen müssen, bevor dieses System überhaupt funktionell wird. Und warum ist das so? Das ist so, weil postprandial nach Nahrungsaufnahme unter steigenden Blutglukosespiegeln unsere Dünndarmepithelzellen das Glucagon-like-Peptide-1 freisetzen und zwar in die umgebenden Blutgefäße, das heißt ein paracriner Mediator. Übers Blut gelangt das GLP-1 dann
in den Pankreas zu den Beta-Zellen und trifft, das haben wir gesehen, unseren GS-gekoppelten GLP-1-Rezeptor. Und dort wird das GLP-1 das machen, was wir eben besprochen haben, dass nämlich die Beta-Gamma-Uneinheit dieses stimulierenden Rezeptors dazu führt, dass die Offenwahrscheinlichkeit unserer Kaliumkanäle weiter gesenkt wird, beziehungsweise die Offenwahrscheinlichkeit unserer Calciumkanäle weiter gesteigert wird, weil das typische Aktionen sind unserer Beta-Gamma-Untereinheit eines stimulierenden G-Proteins. Das bedeutet also, diese beiden Aktionen würden die glukoseinduzierte ATP-abhängige Insulinfreisetzung, ja, die wir hier dann entsprechend hätten, dann weiter fördern. Und das ist eigentlich im Grunde genommen günstig und damit ein Mechanismus, ja, wo dann, den wir nutzen können, um bei Patienten, die zu wenig Insulin unter physiologischen Bedingungen bilden, dann diese Produktion weiter zu steigern. Wie kann man das machen? Und das ist natürlich jetzt ganz einfach. Das System kann man einfach nutzen, indem wir körperfremde GLP-1-Rezeptoragonisten zuführen. Das heißt also, dass wir nicht nur das körpereigene GLP-1 seine Arbeit machen lassen, sondern dass wir von exogen diesen Rezeptor stimulieren. Und das wären dann die erste Gruppe, die wir zu besprechen hätten, die sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten. Und dann hätten wir ein zweites Prinzip und das interferiert mit dem Abbau des GLP-1. GLP-1 selbst, ja, das mache ich jetzt vielleicht mal so, ist ein Substrat der Dipeptidylpeptidase 4. Das heißt, dieses Enzym beendet unser Inkretinsignal nach 15 bis 20 Minuten. Dann wird das GLP gespalten und das Signal geht aus. Wenn wir jetzt natürlich pharmakologisch die enzymatische Aktivität der DPP4 hemmen, dann wird dieses Enzym nicht schneller in der Lage sein, das GLP-1 zu spalten und die Verfügbarkeit, die Wirkdauer des GLP-1 wird verlängert. Und das ist jetzt die zweite Gruppe, die wir zu besprechen hätten, das wären die sogenannten DPP4-Inhibitoren. Betrachten wir jetzt das Inkretinsystem in Bezug auf die Substanzen. Und beginnen wollen wir mit den GLP-1-Rezeptoragonisten. Und hier ist nochmal ganz interessant zu sehen, wie das alles seinen Ausgang genommen hat. Das beginnt alles mit einem Peptid, dem sogenannten Exendin 4, das man isoliert hat aus Krustenechsen, ja, die im Bereich von Mexiko so eine Art Wüstenkrustenechse. Und die produziert ein Peptid, das Exendin 4, das eine relativ hohe, ich glaube 50-prozentige strukturelle Homologie besitzt zum GLP-1. So dass wir also sehen, dass wir zwei generelle Präparatstrukturen hier vorliegen haben, die man dann mit der Endigung versucht, hier dann auch darzustellen. Das eine sind Präparate, die auf Natit enden. Das sind jetzt Derivate, die Abkömmlinge sind vom Exendin 4. Und dann haben wir die Präparate, die auf Glutid enden. Und das sind Strukturanaloga des GLP-1. Und das können wir hier ja sehr schön erkennen. Hier haben wir ein Beispiel Exenatid, hätte als praktisch Ursprungsstruktur das Krustenechsenpeptid, während das Liraglutid ein Strukturhomolog ist des körpereigenen GLP-1. So, was haben wir für Substanzen? Wir unterscheiden einmal Substanzen, die nur einmal in der Woche appliziert werden müssen, was günstig ist für den Patienten, und Substanzen, die täglich appliziert werden müssen. Da es sich bei diesen Präparaten um Peptide handelt, haben wir eigentlich nahezu immer eine subkutane Applikation. Und das habe ich hier nochmal versucht dann darzustellen, sodass die also in subkutane Hautfett hier injiziert werden muss, mit einer Ausnahme, da komme ich gleich nochmal dann drauf zurück. Wenn wir uns die täglich einzusetzenden Substanzen anschauen, sehen wir, wir haben einmal das Exenatid, Liraglutid, Lixisenatid und das Semaglutid. Und hier haben wir schon die einzige Ausnahme, das Semaglutid ist gelungen, oder für Semaglutid ist gelungen, die Peptidstruktur so zu formulieren, dass sie auch oral zugänglich wird. Dafür musste man die Substanzkonzentration in der Tablette um den Faktor 10 in etwa steigern, um genügend Substanz nach oraler Einnahme bioverfügbar zu machen, sodass wir also sehen, dass wir praktisch 10-mal mehr Wirkstoff brauchen, um dieselbe Wirkung zu erzielen wie bei normaler subkutaner Injektion. Dementsprechend teuer sind natürlich dann diese Präparate, die oral zur Verfügung stehen und natürlich dann auch jeden Tag, also täglich eingenommen werden müssen. Dann schauen wir auf die Präparate, die einmal wöchentlich subkutan injiziert werden. Alriglutid, Dulaglutid,
Exenatid und Semaglutid. Und jetzt werden Sie stellen, huch, hier stimmt ja was nicht, weil hier haben wir zwei Substanzen, die doppelt auftauchen. Wir sehen hier das Exenatid einmal bei den täglichen und auch hier bei den wöchentlichen. Und das liegt einfach daran, für das Exenatid gibt es auch eine Depotformulierung, ja, die erlaubt dann die Anlage eines subkutanen Depots nach Injektion, sodass also praktisch hier die einmalwöchige, in der Woche Applikation völlig ausreichend ist, um ausreichende Spiegel hier zu erzielen. Und dasselbe gilt auch für Semaglutid. Das Semaglutid kann in ein langwirksames Präparat umgewandelt werden, indem man es substituiert mit einer 18-Kohlenstoff-atomlangen Fettsäurekette. Und auch das Prinzip haben wir ja auch schon kennengelernt. Erinnern Sie sich an das Insulin-Detimir, wo wir eine Myristinsäure zum Beispiel dran hatten, ja, um hier aus dem Insulin dann ein langwirksames Depot-Insulin zu machen. Also ein ähnliches Prinzip wird hier genutzt, sodass wir generell unterscheiden zwischen kurzwirksamen Präparaten einmal täglich bzw. einmal wöchentlich zu injizierenden Substanzen. Was ist hier zu beachten? In der Regel sind diese Präparate gut verträglich. Sie machen relativ häufig gastrointestinale Störungen wie Erbrechen und Durchfall und sie hemmen die Magenperistaltik. Das kann natürlich Übelkeit und Erbrechen mit fördern. Das kann aber auch gleichzeitig ein Vorteil sein, weil die Magenentleerung verlangsamt wird, verstärkt sich das Sättigungsgefühl des Patienten, sodass also nach Nahrungsaufnahme die Nahrung länger auch im Magen verbleibt und der Patient entsprechend ein längeres Sättigungsgefühl hat und dementsprechend weniger dann auch isst. Und das hat natürlich ganz entscheidend oder ist natürlich vorteilhaft in der diabetischen Situation und wird hier entsprechend auch genutzt. Vorsicht muss man noch oder aufpassen muss man bei Störungen der Bauchspeicheldrüse, weil diese Präparate sind assoziiert mit Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, die ausgelöst werden können. Das sind sehr seltene Ereignisse, aber schwer verlaufende Ereignisse dann, also Pankreatitis, die ausgelöst werden kann. Und es wird zurzeit diskutiert, ob nicht unter Umständen auch eine erhöhte Inzidenz für Pankreaskarzinome mit diesen Substanzen hier verbunden ist. So, jetzt mache ich uns Platz auf der Tafel und wir schauen uns die fehlende Gruppe des Inkretinsystems an, nämlich die Dipeptidylpeptidase 4 Inhibitoren. Wenn wir die Gruppe der DPP4 Inhibitoren anschauen, dann können wir die auch nochmal aufgrund des generischen Namens dann unter einem anderen Gruppennamen zusammenfassen. Oft taucht sie in der Literatur dann auch als die Gruppe der Gliptine, ja, weil wir natürlich an den Namen hier entsprechend sie auch so dann benennen können. Zur Gruppe der Gliptine oder DPP4-Inhibitoren gehören Sitagliptin, Vildagliptin, Saxagliptin und Linagliptin. Diese sind ebenfalls gut verträgliche Substanzen, alle Präparate als DPP4-Inhibitoren keine Peptide und damit gut oral verfügbar. Das heißt also, hier ist die orale Einnahme im Gegensatz zu den GLP-1-Rezeptor-Agonisten dann die Regel, sodass wir sehen, GLP-1-Rezeptor-Agonisten subkutan aufgrund der Peptidstruktur, die DPP4-Inhibitoren sehr gut oral verfügbar. Auch in der Regel gut verträglich, das heißt auch hier unter Umständen gastrointestinale Störungen, Erbrechen, Durchfall, die auftreten können und auch hier unter Umständen Interferenz mit der Pankreas, also das heißt also Pankreatitis, Entzündung der Bauchspeicheldrüse, eine seltene und schwere Nebenwirkung und auch hier unter Umständen eine erhöhte Inzidenz von Pankreaskarzinom, aber das sind ganz seltene Ereignisse, sodass wir schon sagen können, dass gerade die DPP4-Inhibitoren hier relativ nebenwirkungsarme und sichere Medikamente darstellen, die dann auch mit allen anderen oralen Antidiabetika dann auch problemlos dann kombiniert werden können. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an die Kombination zum Beispiel das Empagliflozin, das ganz fix mit einem dieser Gliptine hier dann auch in der oralen antidiabetischen Therapie kombiniert werden. Einen letzten wichtigen Aspekt möchte ich noch ganz kurz mit Ihnen besprechen, und zwar mögliche Interaktionen,
mit anderen Arzneimittelgruppen, die die Wirksamkeit der von uns besprochenen oralen Antidiabetika verändern können. Das heißt also, es gibt tatsächlich Präparate, die in der Lage sind, entweder die Wirksamkeit unserer oralen Antidiabetika zu verstärken oder unter Umständen sogar abzuschwächen, sodass man dann bei der Einstellung des Patienten entsprechend die Dosierung dann anpassen muss, um die gewünschte antidiabetische Wirkung dann auch zu erhalten. Schauen wir dafür auf die Tafel. Kleine Tabelle, linke Seite. Orale Antidiabetika, deren Wirkung jetzt verstärkt wird durch welche Präparate. Und hier haben wir zwei wichtige Ereignisse, wo wir nochmal drauf schauen müssen. Die erste Gruppe, die hier genannt ist, ist Beta-Blocker. Beta-Blocker verstärken die Wirkung oraler Antidiabetika. Und das ist eigentlich ganz einfach und schnell erklärt, weil wir gelernt haben, in der Physiologie, auch in unserem Sympathikus-Teil haben wir uns das hier angeschaut, dass der Beta-2-adrenerge Rezeptor sympathisch innerviert zur Glykogenolyse führt und damit zur Zuckermobilisation. Das bedeutet also, blockiere ich den Beta-2-Rezeptor über einen Beta-Blocker. Und das machen vor allen Dingen unspezifische Beta-Blocker gut, wie Propranolol, ja, die auch noch eine hohe Affinität zum Beta-2-Rezeptor haben. Die blockieren die Glykogenolyse in der Skelettmuskulatur und in der Leber und führen damit zur Senkung der Blutzuckerspiegel. Und das haben wir ja auch alles schon besprochen. Eine typische Nebenwirkung von Beta-Blockern ist die Hypoglykämie. Das bedeutet also, die Wirkung unserer oralen Antidiabetika wird verstärkt unter Beta-Blockern. Und das muss dann natürlich in der Dosierung berücksichtigt werden. Besonders problematisch ist die Situation, dass der Beta-Blocker dann auch die sympathische Gegenregulation maskieren würde. Das heißt, der unterzuckerte Patient merkt das eigentlich durch eine Tachykardie, durch Schweißproduktion und Tremor. Und das Blöde ist, dass der Beta-Blocker die Tachykardie und den Tremor unterdrückt, sodass also eine Hypoglykämie unter Umständen stattfindet, ohne dass der Patient das überhaupt merkt. Deswegen Vorsicht, orale Antidiabetika plus Beta-Blocker, hier können relativ rasch Hypoglykämien entstehen. Schauen wir auf den Alkohol, auch das haben wir schon besprochen. Alkohol hemmt die Gluconeogenese und vor allen Dingen die nächtliche Gluconeogenese ist wichtig für die Konstanterhaltung unserer Blutzuckerspiegel. Ja, das heißt also, während wir schlafen, werden die Blutzuckerspiegel konstant gehalten durch die Neuproduktion von Glucose im Prozess der Gluconeogenese in der Leber. Wenn dann Alkohol getrunken wird, dann fällt dieser Prozess weg und das bedeutet, die Blutzuckerspiegel fallen und das würde ebenfalls die Wirkung unserer oralen Antidiabetika verstärken. Schauen wir uns das Gegenteil an. Gehen wir auf die rechte Seite. Verminderung der Wirkung der oralen Antidiabetika. Hier hätten wir dann eine Situation, dass unter Umständen die Dosis des Antidiabetikums erhöht werden muss, ja, weil wir eine entsprechende Genregulation haben. Und hier ist natürlich ganz logisch, Beta-2-Agonisten, ja, Asthma-Präparate, das heißt Reproterol, Phenoterol, ja, ganz klassische Antiasthmatiker, also hier die Reliever aus der Asthmatherapie, würden über den Beta-2-Rezeptor-Agonismus natürlich die Glykogenolyse, über die wir gerade gesprochen haben, stimulieren und damit zu einer Steigerung der Blutzuckerspiegel führen. Das wissen wir, Nebenwirkung von Beta-2-Agonisten ist die Hyperglykämie. Das würde bedeuten, einen entsprechenden Wirkverlust unserer oralen Antidiabetika, die entsprechend höher dosiert werden müssen. Dann hätten wir Glukokortikoide. Auch das etwas, was ganz wichtig ist. Eine der wichtigsten Nebenwirkungen aller Glukokortikoide ist ihre diabetogene Wirkung. Weil Glukokortikoide zur Expression des Beta-2-adrenergen Rezeptors führen und zur Expression der Gene für die Glykogenolyse. Das heißt also, unter Glukokortikoiden ist eine typische Stressreaktion, unter Cortisol steigen die Blutzuckerspiegel, ja, sodass wir auch hier dann eine Situation haben, dass unter Umständen die Wirkung unserer oralen Antidiabetika nachlässt und entsprechend aufdosiert werden muss. Weitere Gegenspieler werden Schilddrüsenhormone. Ja, die Schilddrüsenhormone stimulieren natürlich die Zuckermobilisation des Körpers, sie stimulieren die Glykogenolyse und Gluconeogenese, ja, und führen zu einer Erhöhung der Blutzuckerspiegel, was ebenfalls dann den Wirkverlust oder die Wirkeinschränkung hier bedeutet. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind Diuretika und das gilt jetzt hier nur für Schleifendiuretika und Thiazide. Diese beiden Substanzen führen durch einen Gegenkompensationsprozess zu einem praktisch
Aktivierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, ja, weil der Körper versucht, einen Teil des provoziert ausgeschiedenen Natriums rückzuresorbieren. Und das macht er, indem er Natrium rückresorbiert und Kalium ausscheidet. Das heißt also, diese Diuretika führen zur Senkung der Blutkaliumspiegel, also Hypokaliämie. Und wir haben eben gesehen, was wir für die Insulinfreisetzung brauchen. Wir brauchen Kalium, weil wir gesehen haben, das Schließen des KIR6.2 führt dazu, dass wir eine Depolarisation der Membran und eine Insulinfreisetzung bekommen. Haben wir weniger Insulin verfügbar, ist ja auch der Kaliumgradient weniger steil, ja, wird die Insulinfreisetzung entsprechend erschwert, sodass damit auch natürlich zwangsläufig die Blutzuckerspiegel steigen, sodass wir auch hier unter Umständen beobachten, dass Diuretika die Wirkung von oralen Antidiabetika hier entsprechend dann abschwächen und auch hier unter Umständen eine Dosisanpassung vorgenommen werden muss. So, mit dieser Tabelle sind wir jetzt durch unseren vierteiligen Kurs und ich verabschiede mich, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.